Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 2 und wir sind natürlich wieder hier mit Romy und Raoul und unserem neuen Haus. Vor kurzem haben wir das Ganze ein bisschen, ja, renoviert, sage ich mal. Wir haben jetzt nicht so viel gemacht, aber wir haben hier und da ein paar Sachen für den Hund platziert. Ich habe diese Stühle übrigens jetzt noch austauschen können. Tatsächlich scheint es an den Store-Content-Stühlen zu liegen, weil als ich die rausgenommen habe, konnte ich jetzt eben auf die Stühle zugreifen. Hier ist schon ein Zimmer für ein potenzielles Baby. Und ja, hier oben ist jetzt auch nicht so viel. Also wir haben jetzt nicht so viel gemacht, wie gesagt, weil wir einfach auch gar nicht so viel Geld haben. Und wir wollen ja auch heute heiraten. Und das ist tatsächlich auch so ziemlich das Erste, was ich jetzt heute vorhabe mit euch. Denn das ist mir sehr wichtig und ich freue mich auch einfach sehr, sehr drauf. Deswegen drücke ich jetzt Hochzeitsfeier an. Ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob man die nur zu Hause feiern kann oder auch auf anderen Grundstücken. Das werden wir aber jetzt ja gleich herausfinden. Okay, erstmal, wen laden wir ein? Ich würde sagen, wir laden einfach alle ein. Oh, das geht nicht. Man kann nicht alle einladen. Okay, ich habe 8 Leute eingeladen und ich denke, die meisten davon kennen wir ja sowieso. Also halt wirklich. Demnach lade ich die einfach ein. Es findet tatsächlich hier auf meinem Grundstück statt anscheinend. Okay, dann muss ich dafür ja erstmal Zeug kaufen. Also eine Hochzeitstorte. Ich finde diesen hier schöner. Wir nehmen sogar mit roten Röschen. Okay, I don't know, ob das jetzt enough ist oder nicht. Aber ihr könnt ja mal was Schickeres anziehen, ihr Lieben. Wenn wenigstens Abendkleidung angezogen wurde. Sie will jetzt schon anstoßen, ich weiß ja nicht. Es war jetzt nicht so ganz optimal zum Heiraten, sage ich mal. Aber wer braucht das schon? Süß, aber alle kommen, das finde ich toll. Wir haben, glaube ich, auch leider keine Musikstation, oder? Ist ja vielleicht auch schlau. Komm einfach nach draußen. 33 Simoleons reicht, oder? Ich würde dann einfach direkt schon sagen, wir beginnen unsere Zeremonie. Da wird dann wahrscheinlich auch wieder eine Szene abspielen. Ich bin gespannt. Weil ich glaube, ich habe noch nie eine Hochzeitsfeier gemacht. Ibsen. Ich bin die Votinkas. Mafishan. Nestutan. La Fratamla Kino. Ashitontape. Akin. Oh, Val. Ibaza. Yay. Süß. Dann können wir die Torte ja schon mal anschneiden. Vielleicht finden die das ja dann interessanter. Klasse Stimmung, guck mal. Ein Baby bekommen, wünscht sie sich. I love you. Jo, ist das süß. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt so eine übel krasse Party wird, weil ich sehe die da irgendwie nicht so krass bei. Oh, jetzt kommen auch noch Nachbarn vorbei. Am ersten Tag im Einzug erstmal hier heiraten und die so moinsen. Ellie geht schon. Sie so, kein Bock mehr. Warum boxt ihr euch, Alter? Warum? Yay! Yeah, die Hochzeitsfeier war ein voller Erfolg. Glückwunsch, Partyergebnis. Klasse Stimmung. Süß. Also es gibt keine offiziellen Flitterwochen oder so. Das ist interesting. Ich würde euch zwei Schnuckelchen aber mal eben, weil, naja. Wenn sie schon den Wunsch hat, ein Baby zu bekommen. Es geht sogar direkt. Hör mal. Wenn es so einfach ist. Die beiden so, ja, geil. Let's go. Have fun. Dann müsst ihr aber leider auch ein bisschen aufräumen hier. Gleich. Aber ich verkaufe erstmal das hier wieder. Das brauche ich nicht. Kann ich nicht. Ich stelle es dann einfach auf den Boden. Das kann ich verkaufen. Den Kuchen behalte ich, den Tisch kann ich verkaufen. Die kann erstmal dahin. Keine Ahnung, wohin mit der. Warum schlaft ihr eigentlich am Tag? Und dann ruf bitte einen Service an. Zumindest glaube ich, dass es über Service geht. Warum ruft mich jemand an? Aber ihr geht so richtig gut. Das ist super süß. Nee, wir wollen jetzt nicht nach Downtown. Ich möchte ein Welpen. Tieradoptionszentrum. Möchte einen kleinen. Wow. Ich finde den Jakob ja schon süß, ne? Oder die Susi. Lassen. Oh mein Gott. Die ist ein bisschen schlampig und dumm. Oh. Oh, Flo hat tolle Dings. Na komm. Dann nehmen wir Flo. Flo wird jetzt Blackie. Blacks. Nein, wir nehmen Blackie. Ja. Yay. Blackie. Oh. Ja. Hallo. Liebhaben. Dann kann ich Baby machen, einloggen. Und er möchte direkt Freundschaft mit Blackie. Süß. I love you. Oh, ist das süß. Oh mein Gott. I love you so much. Oh mein Gott, ist das süß. No, I love you. Finger wackeln. I wanna see it. Das ist so süß, Blackie. I love you so much. Guck mal, er kann noch dann den Napf füllen. Das wäre super nett von dir.
Und dann kannst du ja auch mal Blackie Hi sagen. So, man kann Blackie ja hier auch angucken. Das sieht soweit alles ganz gut aus. Stimmt, man kann später so einen Job und so bekommen, aber mal gucken, ob wir das machen. Süßi. Oh, ist das süß. Wird in einem Tag erwachsen? Oh Gott, das geht schnell. Ich wollte, dass sie kocht. Warum kocht sie nicht? Kochen, bitte. Aber mit denen interagieren kann ich, glaube ich, nicht, ne? Gemütlich machen. Oh, Mausi. Warum kommst du nicht rein? Oh. Aber ich lieb's. Ich lieb's. Das ist ein sehr erfolgreicher Tag gewesen. Vielleicht ist es ein bisschen unrealistisch, dass so viel an einem Tag passiert ist. Aber es ist mir egal. Aber schau mal, die Stühle passen viel besser dazu. Mega. Wie sie sich auch direkt unterhalten, süß. Guck mal, danach können wir sie ja, können wir Blackie ja hochnehmen. Hier hinbringen. Oh, man kann ihn schon loben für von Möbeln wegbleiben. Hochnehmen und dann reinbringen. Absetzen. Oh! Oh! Ist das süß? Ich bin glücklich. Na, oh, die freuen sich, dass das mit der Party so gut geklappt hat. Das ist so cute. Eingezogen, Raoul geheiratet. Freundschaft mit Leonard geschlossen. Zwei gute Freunde gefunden. Tolle Hochzeitsfeier veranstaltet. Blackie bekommen. I love it so much. Warum hat sie die angemacht, die Anlage, ey? Oh, und jetzt geht Blackie aufs Kissen. Oh mein Gott. Er wäre da fast nicht hochgekommen. Ich lieb's. Es ist so cute. Loben für in Tierbett liegen. Wow. Da wurde aber viel gelernt bei. Super. Die Gierigen gehen immer direkt auf den Geldbaum, ey. Okay, jetzt können alle Haya machen. Ach jo, jetzt wird ja wieder gearbeitet. Meine Herren, ey. Darauf geht's, meine Liebe. Ich weiß, du hast keinen Bock. Aber es wird Zeit. Kochwettbewerb gewinnen. Wie random. Guck mal, er will so ganz viel machen mit so Tieren. Lieb's. Man kann loben für Tierfutter essen. Süß. Oh, no. Oh, nicht Pipi machen hier drinne. Aber wie hätte ich ihm Bescheid sagen können, dass wir draußen gehen oder geht das als Welpe noch nicht? Ein Kavalierkäfer. Dann aber wieder lieb haben. Nur weil das ein falsches Verhalten war, heißt es ja nicht, dass das ein böses Wauwau ist. Er ist ja viel jünger als Romy. Er wird ja erst in 26 Tagen zum Knacker. Oha. Ein Tibeter und ein Lama werden in die Notaufnahme eingeliefert. Beide schreien wie im Spieß, doch Romy kann weder den Tibeter noch das Lama verstehen. Wen soll sie nun eigentlich untersuchen? Den Tibeter oder das Lama? Tibetaner? Tibeter war... Ja. Der Tibeter beginnt nach Romy zu treten und zu schreien, als sie ihn untersucht. Schließlich kann Romy sich davon überzeugen, dass der Tibeter vor Gesundheit nur so strotzt. Als Romy ihn mit einem Gesundheitszeugnis und einer gesalzenen Rechnung lässt, tippt ihr einer der Chirurgen auf die Schulter. Romy hat keine wirklich gute Erklärung dafür, warum sie ein Lama im Untersuchungsraum zugelassen hat, und deshalb meldet der Chirurg den Vorfall bei der Klinikleitung. Romy verliert einen Logikpunkt. Oh, ich kann das Heft nicht anklicken. Es lag anscheinend unter dem Teppich vom Spiel aus gesehen. Oh, wir kriegen schon eine Rechnung. Toll. Hallo, kommt sie hier einfach rein und klaut unser Geld? Ich finde das unfair. Hallo? Sie hat noch nicht mal geklingelt. Entschuldigung. Das ist mein Geld. Telefon. Der kleine Welpe ist zu einem gesunden Hund rangewachsen. Ich hab das nicht gesehen. Oh, Bibi. Jo, ist das sehr süßes Wauwau. Oi, oi, oi. Oh, ich liebe Blackie. Oh. Das war eine gute Entscheidung. Oh, ich bin glücklich. Oh, oh. Nicht Möbel kaputt machen. No, jetzt muss er zur Arbeit. Und kann nicht schimpfen. Aber Romy kommt gleich. Vielleicht kann sie ja schimpfen. Ich möchte nicht, dass die Möbel kaputt gemacht werden. Guten Tag, guten Tag. Ein neues Computerspiel wurde mitgebracht. Nicht Möbel kaputt machen, nein, nein. Und vielleicht auch nicht unbedingt auf die Möbel springen. Aber wir können toben. Und dann können wir ja mal spazieren gehen. Als ob die keine Leine oder sowas benutzen. Na gut. Supi. Und Bauchkraulen, los. Mechanik braucht sie. Die muss ja noch super viel dann leveln, ey. Sie ist nur Krankenpflegerin für die nächste höhere Station. Also, natürlich leisten Krankenpfleger super viel Arbeit, aber verglichen mit was du wahrscheinlich in der Medizinkarriere alles noch werden kannst, so Chefarzt und so ein Scheiß wird man wahrscheinlich noch werden können. Wenn man dafür dann für Krankenpfleger schon so viel braucht an Fähigkeiten, huiuiui. Naja, wir haben jetzt ja einen Schachtisch, nicht so wie im Altenhaus. Dann kann sie auf jeden Fall da dann Logik üben. Oh, Mausi.
Yay, ein Logikpunkt hat sie auf jeden Fall schon wieder zurückbekommen. Naja, Logik hat sie ja dann schon so gut wie wieder. Wow. Okay. Logik scheint man relativ schnell zu bekommen, wenn man hier ein bisschen Schach übt. Das finde ich gut. Fehlen nur noch die anderen Fähigkeiten, Mechanik und Sauberkeit. Na toll. Jeweils 2 Punkte. Ich weiß nicht, wie man Sauberkeit schnell leveln soll. Weil immer wenn ich was putze, ist sie super schnell fertig zum einen und zum anderen. I don't know. Also bringt das nicht so viel anscheinend an Fähigkeiten, Punkten. I don't know. Aber wir kriegen das schon früher oder später hin. Warum haben wir eigentlich nur eine Badewanne? Raoul ist sehr kontaktfreundlich. Ich hatte einen Arbeitskollegen mitgebracht. Es ist spät in der Nacht. Er wurde befördert zu Drive-In-Bedienung. Ist schon mal gut. Er muss jetzt 4 Stunden jeden Tag arbeiten, von 17 bis 21 Uhr. Wieso klaut ihr alle unser Essen? Essen. Geld, meine ich. Ha, ey. Dann könnt ihr ja noch kurz miteinander reden, aber dann schick sie auch nach Hause. Warum sollte man da noch Besuch empfangen, ey? Wir können natürlich auch alle Leute dann ausschließen, ne? Aber dann vergesse ich das wieder und dann, wenn ich Besuch habe, denke ich mir so, hä, warum kommen die nicht rein? Ich lasse es lieber. Oh mein Gott. Ist das nicht ein Wolf? Also ist der dann nicht theoretisch dafür zuständig, dass man Werwolf werden kann? Oh mein Gott. Creepy as hell. Rumi kann schon wieder aufstehen. Meine Herren hier. Prinz läuft hier rum. Süß. Er wünscht sich immer so süße Sachen wie Vögel beobachten und so, ne? Ich lieb's. Wir können ja auch anfangen, ein Kommando beizubringen. Komm her, ist vielleicht schlau. Ja, das klappt bestimmt super. Er ist schon richtig aggressiv, er hat schon gar keinen Bock mehr. Ich dachte, der Hund bettelt jetzt, aber er steht einfach nur da. Auch gut. Aber naja, der Hund muss halt noch viel lernen, ne? Telefon! Jetzt reden die da am Telefon übers Küssen und über Fische. Wah! Ich habe eigentlich keine Zeit gerade für die Downtown. Postboten begrüßen süß. Na, oh, der Postbote und der Hund, die verstehen sich gut. Das finde ich toll. Ich würde aber an dieser Stelle dann auch mal sagen, dass ich den Part beende. Es war schön. Ich meine, Hochzeit und so ein Wow, das ist schon sehr schön. Und jetzt auch halt in diesem neuen Haus zu leben. Ja, aber ob die Romy wirklich schwanger ist, das sehen wir dann wohl im nächsten Part. Und selbst wenn nicht, werden wir es halt einfach im nächsten Part nochmal versuchen. Denn das ist ja unser nächster großer Schritt, den wir hier angehen wollen. Bin schon sehr gespannt auf das, was kommt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!